Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich muss sagen, dass ich mich ehrlich eine Weile nicht persönlich bei euch gemeldet habe. Ich finde es irgendwie richtig crazy, gerade zu vloggen. Es ist ja echt selten, dass ich so lange eine Vlogging-Pause mache. Auf jeden Fall hatte ich aber voll Lust, meine Kamera jetzt wieder rauszuholen und euch ein bisschen in meinem Uni-Alltag bzw. in meinem Prüfungsphasen-Alltag mitzunehmen. Also bei uns in Budapest ist es gerade so, dass wir Prüfungsphase haben. Genau, ich habe dieses Semester 9 Prüfungen insgesamt. Die erste hatte ich jetzt schon vorgestern erst, lol, das kommt irgendwie viel, viel länger hervor. Und zwar, das war das mein Physio-Rigorosum, also quasi mein Physikum im Fach Physiologie. Und es lief auch sehr gut, aber ich muss sagen, dass ich davor wirklich super gestresst war und echt keine Nerven dafür gehabt hätte, mitzufilmen und so. Aber jetzt ist es zum Glück vorbei und jetzt habe ich meine nächste Prüfung erst in 2 Wochen. Das ist dann molekulare Zellbiologie. Also da geht es um sowas wie den Zellzyklus, Apoptose, Transkription, Translation und so weiter. Und darauf werde ich mich jetzt vorbereiten müssen und natürlich trotzdem wieder jeden Tag in die Bib gehen werden und so weiter. Aber ich dachte mir, ich filme trotzdem mal, weil ich finde, wenn man so ein neues Fach anfängt, am Anfang ist das Lernen immer noch ein bisschen entspannter, als wenn man dann schon richtig drin ist und der Stress die letzten Tage so richtig kickt. Genau, deswegen eigentlich war ich auch wirklich, als ich Physio gelernt habe, immer schon sehr, sehr früh in der Bib. Aber heute gehe ich in eine andere Bib und die macht um 8 Uhr auf und dann werde ich da jetzt gleich hinfahren in so 40 Minuten. Und ja, so lange habe ich mir jetzt hier noch einen Kaffee gemacht. Ich werde jetzt vielleicht mal mein Video weiterschneiden oder ein bisschen Orga machen, dass ich in der Bib gleich anfangen kann zu lernen. Mal schauen, genau. Aber das ist so der Plan und ich nehme euch jetzt einfach heute die nächsten Tage ein bisschen mit. Vielleicht wird es auch noch der Vlog, in dem ich meinen Geburtstag filme, weil wir haben es heute Donnerstag. Obwohl nicht, ich glaube, ich werde ein separates Video zu machen. Und ich werde am Sonntag 21. Ich bin sehr excited, ich freue mich total. Aber ja, ich werde jetzt erstmal mein Käffchen trinken, ein bisschen gucken, womit ich hier noch meine Zeit verbringe und dann in die Bib fahren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Natürlich den ganzen Tag mal wieder nicht gemeldet. Wir waren aber auch nur in der Bib mit den Mädels. Wir haben wieder den ganzen Tag nur gelernt, as always. Juhu, naja, den ganzen Tag ist übertrieben. Okay, es ist 3:30 Uhr. Wir waren auch nicht so früh in der Bib, wir haben viel Pause gemacht. Also, aber es ist erster Tag. Ist ein bisschen reinkommen. Und jetzt gehen wir zu mir und dann sprechen wir ein bisschen durch. Ja, und irgendwie bin ich richtig fertig. Total müde, ich fühle mich so mega ausgelaugt. Ein bisschen nervig, aber egal. Muss man durch, ne? So, ihr Lieben, bevor es jetzt mit diesem Video weitergeht, wollte ich euch auf ein mega cooles Angebot aufmerksam machen. Und zwar wisst ihr ja mittlerweile, wenn ihr mich länger verfolgt, dass ich ein sehr großer Fan von BookBeat bin. BookBeat ist ein Streamingdienst, der über 800.000 Hörbücher online anbietet, die man sich dann runterladen kann, offline hören kann. Und BookBeat ist mittlerweile echt einfach mit zu meiner Lieblings-App geworden. Also ich benutze die in so vielen Situationen. Ich weiß noch genau, ich habe letztes Jahr auf Interrail super viele Hörbücher da in meinem Zug gehört. Ich höre das aber auch mega gerne, wenn ich einfach zur Uni fahre oder wenn ich gerade koche. Also ich lese sie auch total gerne und ich finde, in manchen Situationen ist es einfach super entspannt, sich das dann auch alles anhören zu können. Und auch gerade jetzt in der Klausurenphase höre ich die Hörbücher immer zum Einschlafen. Das hilft mir einfach mega runterzukommen und irgendwie so nicht die ganze Zeit über den Lernstoff nachzudenken, den ich den ganzen Tag gelernt habe. Also ich kann euch das echt mega empfehlen, wenn ihr vielleicht auch so Probleme mit dem Einschlafen habt oder so. Deswegen wollte ich euch jetzt darauf aufmerksam machen, dass ich wieder einen Code für euch habe. Und zwar lautet der Marieke. Ich schreibe ihn euch nochmal hin. Und damit könnt ihr BookBeat 2 Monate ganz unverbindlich kostenlos testen und schauen, ob das denn auch für euch was wäre. Die haben auch mega coole Studentenangebote. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich schreibe euch das alles auch nochmal in die Infobox. Ich wollte euch auch gerade nochmal zeigen, was ich aktuell gerne höre, vielleicht so als kleine Inspiration. Und zwar habe ich ein mega cooles Buch, was ich aktuell immer zum Einschlafen höre. Und zwar heißt das
Dare to Trust. Und ja, ich finde die Stimme von den Sprechern super angenehm. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass man da so einen Abschalttimer stellen kann. Also meiner steht immer auf 15 Minuten und dann schaltet sich das eben nach 15 Minuten selber aus und läuft nicht die ganze Nacht weiter, wenn ich einschlafe, dass ich auch nichts verpasse. Aber ich habe auch noch andere Bücher gespeichert, die ich euch gerne zeigen wollte. Und zwar könnt ihr hier einmal sehen, wie das aussieht. Das ist jetzt bei mir und ich habe 3 Bücher runtergeladen. Eins davon Fire and Frost, dann New Beginnings und Was perfekt war. Also es gibt auch richtig viele Bücher von Colleen Hoover. Ich lese deren Bücher ja total gerne. Und was ja auch mit eins meiner Lieblingsbücher sind, ist die Save Me-Reihe und die Westworld-Reihe. Also die kann ich euch auch mega empfehlen. Und ja, deswegen schaut dort gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Ja, wir haben gerade gelernt und jetzt sind wir fertig und machen Abendessen. Wir wollen kurz einkaufen. Wir machen Quinoa-Salat und Wassermelone-Feta-Salat. Richtig geil. Lecker. Danke, Jos. Ja, klar. Voll gerne, wie immer. Ja, natürlich. Wie immer, wir werden hier immer bekocht. Gumo. Ich gehe jetzt laufen, eine kleine Runde. Frag mich nicht, wo die Motivation herkommt. I don't know. Leute, I'm back und ich drippe so dolle. Wirklich, es war richtig, richtig anstrengend. Ich war irgendwie voll, also wirklich richtig lange morgens nicht mehr laufen und auch insgesamt schon eine Weile nicht mehr laufen. Ja, deswegen war es total anstrengend und ich hatte jetzt auch nicht den größten Spaß. Manchmal ist man ja im Rennen so richtig drin und finde es richtig geil. War nicht der Fall. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Jetzt kann ich mich den Tag voll aufs Lernen konzentrieren. Weil, ja, ich glaube, wir haben es ja gestern schon erzählt, es ist immer nicht so easy, in ein Fach reinzukommen. Und der erste Tag ist immer so ein bisschen unproduktiv. Aber ich habe auch irgendwie echt nicht so viel Zeit. Deswegen muss heute auf jeden Fall was geschafft werden. Ich gehe jetzt erstmal duschen, werde noch einen Kaffee trinken. Geht dann wieder um 8 Uhr in die Bib. Wir haben es jetzt schon 20 vor 8 und ich mache mich jetzt auf den Weg in die Bib. Das ist mein Outfit. Die Hose ist von Subdued. Ich liebe die. Es ist so eine richtig geile Leinenhose. Ist leider ein bisschen durchsichtig, aber ich glaube ehrlich gesagt, das sind die alle. Und mein Oberteil, boah, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gekauft habe, bei Zara oder so. Genau, jetzt habe ich mir noch einen Kaffee in die Mikrowelle gemacht und den werde ich mitnehmen. Und ja, das Wetter ist so schön. Ich habe irgendwie richtig gute Laune. Yay! Gestern war ich nicht so gut drauf, deswegen ist es umso besser. Der heutige Lerntag ist jetzt auch wieder beendet. Ich war gerade bei den Mädels noch bis 18 Uhr durchsprechen. Jetzt bin ich am Nachhauselaufen. Ich muss aber noch kurz in einen Elektronikladen und nach einer Festplatte gucken, weil meine ist voll. Und ich kann meine Videos nicht importieren und so lange nicht schneiden. Was ein bisschen nervig ist. Und ja, danach gehe ich heim, werde was zu Abend essen. Ich muss noch ein paar Sachen von gestern wiederholen, die ich heute Morgen mir nicht mehr geschafft hätte anzuschauen. Und ja, aber auf jeden Fall früh schlafen gehen. Ich bin schon wieder fix und fuchsi. So, ich habe mir erstmal ein ganz schnelles Abendessen gemacht. Das ist einfach so ein Wrap. Ich noch von dem Couscous-Salat drauf, den Hummus, Frischkäse. Das werde ich jetzt essen. Das ist übrigens so ein Karotten-Wrap. Deswegen ist der so orange. So, ihr Lieben, das war es leider auch schon mit dem Video. Ich weiß, es ist sehr viel kürzer geworden als sonst. Und ja, irgendwie habe ich es nicht so richtig geschafft, konsequent mitzufilmen. Aber ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Die nächsten Videos werden auch wieder länger und das Video ist jetzt auch nur so kurz geworden, weil ich meinen Geburtstag halt in ein separates Video packen wollte. Aber ja, vergesst auf jeden Fall nicht bei BookBeat vorbeizuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Und dann hoffe ich, dass es euch gut geht und dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!